Da bin ich. Und heute mit der 7. Folge von Signalis. Anscheinend müssen wir einen neuen Spielstand laden mit unserem toten Charakter im Hintergrund. Und das Erste, was wir hier feststellen, ist, das Licht in dem Raum ist ein wenig anders. Und wir haben ein Mützchen auf dem Kopf, was in der Perspektive leider nicht so gut aussieht. Und endlich haben wir wieder eine funktionierende Karte. Oh. Ja, und unser Charakter scheint nicht direkt von dem, was ihr vorher passiert ist, ich sag mal, die Erinnerung zu haben, weil jetzt tut sie gerade so, als wäre sie hier schon lange Zeit auf dem Schiff gewesen. Oh. Und das hier impliziert, dass das Raumschiff diesmal nicht auf einem Eisplaneten abgestürzt ist, sondern dass es sich noch im Weltraum befindet, voll funktionsfähig. So viele Türen hier. Yes. Ah, dafür steht LDAM, Landing Docking Assist Monitor. Ein Gemälde von dieser Küstenregion. Ja, und jetzt geht es nicht mehr wieder um Alina Seo, sondern wieder um Ariane Jung.
Ja, Replika-Biokomponenten sollte man nicht essen. Ja, und nach 1500 Zyklen, welche 1500 Tage circa sind, kriegen die dann sozusagen ihre Mission hier. Und die Mission für die Penrose, das Personal, ist nichts weiter, als dass die eben neue Planeten entdecken sollen. Ja, der Reaktor, welcher radioaktiv ist. Und ich weiß, dass aus dem Intro des Spiels, also wo man das erste Mal auf diesem Schiff war, war ich auf der anderen Seite? Nee. Dass es da ein Reaktor-Puzzle gab, welches allerdings rausgeschnitten wurde. Aber wenn man sich in den Raum teleportiert, mit Hilfe der Konsole, dann kann man da das Puzzle doch machen. Open it anyway, fuck yeah. Ja, das Elster-Issue ist also, dass sie, wie sagt man im Deutschen, stoisch oder stoic sind. Also sprich, man soll so wenig Kontakt wie möglich mit denen haben, weil die lieber alleine sind. Mal gucken, ob sich die Frau Jung daran hält. Ja, und hier ist sozusagen unsere Mission. Also sprich, wir müssen hier alles untersuchen, von was wir hier jetzt größtenteils auch schon gemacht haben. Fehlt nur noch dieses Ding hier. So, und jetzt sollen wir uns bei unserem Gestaltoffizier melden. Wahrscheinlich hier drin. No. Ja. Also, ich glaube, was sie in dieser Szene tut, ja, sie springt uns direkt an und umarmt uns. Tage, also fast, nee, 8, ich glaube 1,2 Jahre sind das, wo die einfach alleine zu zweit hier durch die Galaxie reisen anscheinend. Aha, und später, weil die jetzt die 3000-Marke erreicht haben, kriegen die neue Mission. Entweder zugesendet oder weil es denen dann erst erlaubt ist, die zu öffnen oder sowas in der Art.
Ist ein bisschen doof, dass man den Raum jetzt hier gar nicht sieht und nichts, aber. Ich glaube, was man in diesem Raum dann aber sieht, sind ganz viele Paintings, an denen Frau Jung arbeitet. Und ich glaube, jetzt tanzen die beiden gerade. Ja, und jetzt sind wir anscheinend wieder in dem ersten Schiff mit unserem entsprechenden Damage, den wir in der letzten Folge kassiert haben, weil wir ein wenig zu stark an der Tür gerüttelt haben. Ich kann mein Menü nicht öffnen. Okay. Ja, und hier liegt jetzt eine andere tote Elster-Unit, welche so eine, ich nenne es mal Kampfausrüstung anhatte, die wir uns jetzt einfach genommen haben. Wirklich. Ja, wir können wieder nur down droppen. Yes. Und jetzt sind wir wieder hier an der Küste, die sie gezeichnet hatte. Oder gemalt, sollte ich eher sagen. Die Lovecraft-ähnliche Story verdichtet sich.
Und jetzt sind wir wieder hier am Anfang und Dinge sind etwas unterschiedlich. Ja. Die fleischige Masse, die ist jetzt hier oben auch schon angekommen. Hallo. Keine Map, keine Gegenstände. Oh, sind das dieselben Notizen? Ich kann mir die gar nicht angucken. Okay. Aber wir haben natürlich noch alle unsere Gegenstände. Das ist gut. Ich glaube, ich nehme aber nichts mit. So, wo sind wir denn offiziell? Achso, das sehen wir jetzt gar nicht. Da muss ich das Menü nochmal öffnen, aber das mache ich nicht. Oh shit, Gegner. Okay. Oh. Will ich da hinten hin? Na, nee, noch nicht. Genau, was steht denn hier? Du warst hier zuvor, ja. Das soll ein entsprechender Hinweis sein für diesen Wall Safe, denn wenn wir jetzt das Level erkunden, finden wir gar nicht die Notiz dafür, aber die Notiz dafür haben wir natürlich in unser Memory gespeichert. Und die Notiz, der Code war 20 45 12. Mann, bin ich schlau. Und hier ist jetzt wieder die Keycard für 4C drin. Und jetzt darf ich an den Gegnern vorbei. Oh boy. Oh ja, nee, nee, ich glaube, das war's. Oh Gott. Nein! Open Goal! Uiuiui. Okay. Ja, und hier ist jetzt wieder das altbekannte Loch zum Runterspringen. Sieht diesmal nur ein bisschen komischer aus. Ein paar Texturen fehlen hier.
Ja, und jetzt sind wir in Rotfront Sektor C. Einer meiner Freunde hat gesagt, dass ihn das Spiel sehr an Paratopic erinnert. Und ich kann mir vorstellen, warum. Eine Submachine Gun, hell yeah. Und ein Windows 98 Rechner oder so. Mehr können wir hiermit erstmal nicht machen. Und zum Glück ist hier ein Safe Room. Mit einem Teppich, der sehr stark an The Shining erinnert. So, was wollen wir mitnehmen? Am besten Flares. Keine Spritzen. Es war wieder zensiert, aber diesmal mit den zu entziffernden Kritzeleien. So. Dann säubern wir erstmal die Neighborhood. Oh, drei Leute sind das. Oh Gott. Wie viel Munition habe ich? 8 Schuss, das sollte reichen. Hoffe ich. Perisch. Oh! Oh, die hat ein Schild, okay. Nein! Wie kümmere ich mich um den Schild? Ah, greif an. Sehr gut. Ja, anscheinend kann man mit der Schrotflinte mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Was für ein nutzloses Feature. Weg mit dem Müll. Ah, ist die Frage, will ich jetzt wieder ohne Sachen durch die Gegend laufen? Ich glaube schon. Aber die Taschenlampe nehme ich mal mit. Rotfront.
Oh. What? Oh no. Cringe. Gut, dass ich gespeichert habe. Und hier ist wieder die Toteninsel mit einer Spielkarte dahinter. Dissolving the paint first. Und schon bin ich komplett voll. Oh Mann. Ich hoffe, ich habe in dem Gegnerraum auch alles aufgesammelt. Ich glaube aber schon. Also, bis jetzt ist das Spiel noch nie gecrashed. Das freut mich sehr. Oh. Wirklich. An den Raum erinnere ich mich. Wenn ich Glück habe. Nee. Habe ich die etwa nicht ausgerüstet? Okay. Dann versuchen wir genau dasselbe jetzt gleich nochmal. Diesmal ausgerüstet. Gut, dass ich so oft speichere. Huch. So, es ist ausgerüstet. Ich hoffe nämlich, dass der Funke sozusagen überspringt von dem Stun Rod, weil dann kann man, wenn die nah genug beieinander stehen, mehrere gleichzeitig treffen. Ich laufe an der Tür vorbei, damit die markiert wird. Nee. Oh, what? Oh Gott. Ja, nee, das ist nicht gut. Grip. Noch irgendwas? Ach, der lebt auch wieder. Oh no. Oh no. Hallo. Oh Mann.
Diesmal werde ich nicht speichern. So, hier sind ja noch ein paar Türen. Da kann man durch, okay. Nee. Achso, und unser ultimatives Ziel für dieses Level ist diese Wand hier. Das wird aber noch dauern. So, und hier haben wir einen sehr sicheren Raum, wo wir jetzt einfach durch können. Eine blaue Diskette und Munition. Oh boy. Wie viel Platz habe ich noch? Zwei Plätze. Was ist das? Ah. Oh, perfekt. Und hier liegen zwei Gegenstände. Ja, dann. Also ohne Waffe und alles rumzulaufen, ist wirklich sehr sinnvoll in dem Spiel. So, und dieses Aceton können wir benutzen, um die Farbe wegzumachen. Was ein ziemliches Verbrechen ist bei so einem Bild, aber okay. Lovers, So, und die blaue Diskette können wir logischerweise hier reinstecken. Oh boy. Und dadurch haben wir jetzt zwei Programme und eine Nachricht. Ja, man muss jetzt nämlich Antennenkram triangulieren. 1, 2, 5. Oh, ich bin stark katatonisch gerade, okay. Wie viele Versuche habe ich denn noch? Zwei. Und das ist jetzt das dritte andersfarbige Dreieck. So, jetzt rotieren wir eine Satellitenschüssel, glaube ich, ja. Ja, irgendwie so. Und jetzt müssen wir gucken, wann unsere Frequenzen hier. Das hört sich schon mal hier richtig an. Und der hat eine andere Frequenz. Was war das denn? Okay. So, und jetzt müssen wir das Ding triangulieren hier. Rotieren, besser gesagt. Und da, wo sich das überschneidet, das ist dann die Antenne, die funktioniert. Es wird also die 43 sein. Muss ich. Brauche ich jetzt noch eine dritte Frequenz? Nee.
Also diese mysteriösen Number Stations gehen mir ein bisschen auf den Sack. Ah, okay. Das Geräusch kennen wir aus dem Menü. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir Magpie später für irgendwas brauchen. Also lassen wir das einfach mal eingestellt. Kein Anschluss unter dieser Nummer. So, was habe ich? Viel. Genau, das ist eine Tarotkarte, die wir gefunden haben. Weg mit dem Müll. Also ich brauche eigentlich irgendwie immer konstant Heilung, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt das daran, dass ich meine Waffe nicht benutze. Nee. Ich nehme einfach mal aus Jux und Dollerei eine Waffe mit. Ah, ich habe gar keine Munition dafür, nur die 30, die da drin sind, okay. Das soll mir recht sein. Genau, kann ich da ja jetzt weiter erkunden. Ich hätte auch zurückgehen können nach oben, aber. Hilfe. Ah, Gott. Ja, was ist denn das hier? Disinfection Room. Aha. Könnte das ein Loch sein, in das ich reinspringen kann? Oh. Es ist ein Meat Grinder, der aber zum Glück kaputt ist. Also sonst würde sie sich ja verletzen in ihrer krankhaften Neigung dazu, überall runterzuspringen. Oh Gott. Ist das ein guter Raum? Ja. Gaststätte zum Turm. Das da unten kann ich nicht lesen. Bin ich etwa kein Deutscher? Was genau soll das für eine Textur sein hier am Tresen? Oh, das ist eine. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber das ist so ein Zusammenbau von einigen Texturen. Also ich sehe da rote und blaue Betten. Merkwürdig. Die Textur sieht man in der Originalkamera hier nicht? Okay, das wundert mich aber. Oh, Zahn, ja. Ja, die Hintergrundstory hier ein bisschen ist, dass es einen Krieg gibt zwischen dem Eusan Empire und der Eusan Nation. Die Nation hat sich nämlich von dem Empire irgendwie losgesagt und wir spielen sozusagen auf Seiten der Nation. Public House, aha. Oh Gott. Nee, lass mal.
Shut up. Dann. Ach so. Ich komme nicht zurück. Oh no. Oh, gut, dass ich eine Waffe ausgerüstet habe. Holy shit. Ich könnte natürlich wie ein Held einfach losrennen. Und ich fühle mich sehr heroisch. Ich hätte fast erotisch gesagt. Aua. Jetzt brauche ich schon wieder Heilung. Hey. Wo bin ich? Okay. Shut up. Oh. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich jetzt da rauskomme, aber okay. Habe ich wohl einen kleinen Umweg getätigt. Ich glaube, ich habe nichts mehr an Heilung. 4 Heilsprays, okay. Das habe ich beim nächsten Mal bestimmt vergessen, aber wenn der Tower zu Kites gehört, dann würde das Sinn ergeben. Aber egal, ich ramble gerade nur. So, will ich jetzt so ein Ding einfach benutzen, ohne so ein Flicken? Eigentlich nicht. Ich pack mal alle bis auf einen weg und speichere. So, dann versuche ich mein Glück jetzt oben nochmal. Und ich werde auch jetzt ein bisschen versuchen. Ah, der Raum, wo wir das Painting kaputt gemacht haben, ist jetzt komplett zugewachsen. Ich werde jetzt ein bisschen versuchen, etwas liberaler mit meiner Munition umzugehen. Weil das hier ja schon fast ein ziemliches Endgame-Level ist. Soll ich die einfach killen? Nee, sollte ich mir aufheben. Ich will an die Tür heran, aber. Habe ich meine Taschenlampe eigentlich? Yes. Aua. Hier wird nicht zufällig Submachine Gun Munition rumliegen, oder? Ah, ich hänge mal. Die Tür ist zu, okay. Ja, zu liberal gewesen, würde ich sagen. Big Problem. Ja.
Ja. Oh. Doch, okay. Dachte schon. So, mehr ist hier nicht. Da kann ich nicht durch. Uiuiui. Kann ich die Tür öffnen oder wird die von da geöffnet? Ah. Muss ich wohl rausfinden. Ja. Nein. Das war der Raum, wo ich das Drehutensil mir geklaut habe. So, und jetzt muss ich geradeaus. Ach. Ach. Oh! Goddammit. So, das hat mir aber nichts gebracht. Nee, da kann eigentlich nichts sein. Bin ich hier erstmal durch. So, wir haben außerdem auch ein unentwickeltes Storky, ach ja, das auch. Ein unentwickeltes Foto in einem Developing Tank aufgesammelt, aber ich weiß, das bringt uns zurzeit auch noch nichts. Young Photo Store. Wir waren aber noch nicht in einer Gegend, wo wir diesen Commercial Corridor, ja doch, da könnte der Schlüssel vielleicht hingehören. Gut, aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Bye.